Hallo und herzlich willkommen zurück zu Galaktisch Guten Games hier in Garderols Game Show. Und mittlerweile ist Patch 1.14 erschienen. Irgendwie ist es ja heute jeden Tag so wie Weihnachten, jeden Tag ein kleines neues Geschenk von Egosoft. Und wir spielen direkt an unserem ältesten Spielstand weiter. Ihr seht aber auch, wie weit im Voraus ich die Videos produziert habe. Der nächste Woche startet natürlich bei uns der Landwirt und damit der große oder der letzte große Simulator in diesem Jahr. Und da muss ich ein bisschen vorproduzieren. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber ich möchte natürlich jetzt gerade zum Start von X-Rebirth, weil es, ja, weil ich dem Spiel einfach gönne, dass es doch noch irgendwie schafft, keine Ahnung, noch die Chance geben, hier so ein bisschen im Kanal sich noch ein bisschen breit zu machen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es dann danach weitergeht. So, unsere nächste Aufgabe ist, wir sollen uns jetzt hier einmal andocken. Oh, einsamer Riese, 84% der Informationen freigeschaltet, das ist noch nicht so viel. Ich hoffe, dass wir den Rest auch noch erklärt bekommen. Und ich wünsche mir echt ein Menü, dass... ich wünsche mir echt eine Tastenbelegung, dass wir einfach andocken können. Enzyklopädie. Karte. Bergbaukolonie 2940 Alpha. Tief im Innern dieses ausgehöhlten Asteroiden, der heute bekannt ist als Einsamer Riese, liegt diese ehemalige Bergbaukolonie. Sie gelangte in der Plutarch-Revolution beim Kampf gegen das argonische Militär in Albion zu zweifelhaftem Ruhm. Anfangs noch als bloße Lagereinrichtung für Militärausrüstung genutzt, wurde sie am Ende zur letzten Bastion gegen die vorrückenden Plutarch-Einheiten. Okay. Sind wir also an einem geschichtsträchtigen Ort. Interessiert mich aber nicht, weil wir wollen hier natürlich Waffen haben und wir wollen natürlich mal eben die Kisten plündern hier. Was ja bekanntlich zu den spannendsten Dingen hier im Spiel gehört. Aber wir müssen es echt machen. Ihr habt ja gesehen, wie viel Boni wir davon bekommen, wenn wir hier immer ordentlich einsammeln und dann auch entsprechend die Sachen verkaufen. Da entstehen auch ein paar. Ja, und diesmal sind wir an Bord von einer Station wieder. Das heißt, hier haben wir keinen Weltraum, aber wir können beeindruckende Stationssachen hier sehen. So, und dann suchen wir den Techniker. Die Dame und der Herr, der hat sich bestimmt hier irgendwo gut versteckt. So, müssen wir wieder gucken, wie wir da hinkommen. Hier hätten wir noch einen Offizier, Verteidigungsoffizier. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Wow. Ja, was war das? Eine Handelsstation hier? Kein Wunder, dass hier lauter so Aktienkursdinger her schwirren. Ja, und wir klauen hier einfach mal die Raumanzüge, machen das wahrscheinlich nur einmal im ganzen Spiel. Ich weiß nicht. Also das kommt mir immer so ein bisschen vor wie so ein Minispiel. Und das Spiel X, die X-Serie hat so viel mehr Potenzial. Na komm. So. Und da ist auch schon derjenige... Ach, zum Teufel. Warum werden wir immer mit diesem Zeug belästigt? Smalltalk! Laufen Sie nicht vorbei. Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Sie reden doch nicht von den Holotänzerinnen, oder? Ja, aber nicht nur Sie. Das ganze VR-Zeug. Naja, die Tänzerinnen sind schon ein Genuss für das gestresste Auge. Ich finde Ihre Kurven äußerst anregend. Ich warte noch auf Ihr abschließendes Fazit. Na, anstatt nur über die Holotänzerinnen zu diskutieren, würde ich lieber über das ganze Thema VR reden. Das schien sie ja aufzuregen, oder nicht? Wenn ich ihre Stimmbeherrschung hätte, wäre ich ein Holo-Schauspieler. Normalerweise rede ich nicht gerne mit Kunden. Sie sind eine Ausnahme. Ich habe einen Kontakt, der auf der Suche nach einem Job ist. Diese Person ist zwar eindeutig fähig, verkauft sich aber sehr schlecht. Ja, und solche Sachen, wie zum Beispiel jetzt Weg zu meinem Kontakt, würde ich gerne irgendwie zwischenspeichern, dass ich später nochmal aufrufen kann, wenn ich da vielleicht immer brauche. Also Joe Haller, ich hoffe, das wird dann gespeichert. So, also hier ist, hier geht's mit dem Plot weiter. Deswegen klicken wir nochmal hier. Hallo Kapitän, ich bin Leutnant Gimble. Danke für die Lieferung. Bitte. Wir haben definitiv einige Vorräte benötigt. Wenn Plutarch herumschnüffelt, läuft es nie wie geplant. Freut mich, wenn ich helfen kann. Ein gemeinsamer Freund sagte, ihr braucht Hilfe. Kein Grund, schüchtern zu sein, Kapitän. Wir können hier offen reden. Ich weiß, dass Sie Leutnant Terran an Bord haben. Vertrauen Sie ihr einfach und Sie bekommen die besten Aufträge. Graben Sie mal etwas Plutarch-Dreck hier aus.
Kümmern Sie sich mal um diesen naiven jungen Kapitän und sein einzigartiges Schiff. Sie wissen, dass ich Sie hören kann, nicht wahr? Ich weiß. Ich habe nur etwas Spaß. Sie wollen also Waffen. Yisha meinte, Sie hätten noch ein paar alte Plasmawaffen rumliegen. Sicherlich haben wir das. Plutarch gefällt die Idee gar nicht, dass ehemalige Militärangehörige herumlaufen, als würde ihnen dieser Ort gehören. Wir sind auf die Hälfte der Feuerkraft beschränkt, die Plutarch zur Verfügung steht. Es hilft ihnen, nachts zu schlafen. Nun, erwartet nicht, dass ich sie an euch beiden austeste. Genau, sie sind neutral. Das muss spaßig sein. Die Waffen gehören ihnen. Gott weiß, dass unsere Techniker etwas zu tun brauchen. Ich hoffe, ihnen gefallen die neuen Waffen. Yay, neue Waffen! Ich musste übrigens gerade mal mein Mikrofon so ein bisschen umrichten, weil ich hier echt nichts sehe bei dieser kleinen Scheißschrift. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich das in 27 aufnehmen soll. Naja. So, da unten ist... diese Highways vor 40 Jahren noch nicht gab. Übersteigt hier da unten ist der Waffentyp. Dann laufen wir da mal hin. Errungenschaft! Gunrunning! Yay! So, und das ist unser Dealer. Nee, das ist Joe Haller. Das ist nicht der, den wir... Hä? Was ist? Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Aha, okay. Guck mal. Dadurch, dass ich mit dem da oben gesprochen habe, sehe ich jetzt von dem hier unten die Fähigkeiten. Dann sehen wir hier, das ist ein sehr starker Führungsoffizier. Das heißt, wenn wir da später mal einen brauchen, würde er sich wahrscheinlich anbieten. So, jetzt müssen wir mal hier... So, F5... So, jetzt müsste ich ja eigentlich auch auf die Mission zugreifen können. Und zwar ohne diesen dämlichen Computer, oder? Boah, wisst ihr was? Ich glaube, wir machen den ganzen Handel nicht auf dem Schiff, sondern draußen. Weil wenn das alles hier so angezeigt wird, fährt es natürlich besser. Kehre zurück zum Schiff, okay. Das machen wir mal. Mannschaft. Plattform verlassen. So, ich habe jetzt übrigens mal wieder was... eingestellt, nämlich dieses Mal wieder die Grafik auf voll, und zwar richtig voll. Läuft hier so mit 20, wenn du diese Babys ausprobieren möchtest, sollten wir uns ein paar Asteroiden suchen. Das ist ein gut. Wirklich vielseitiges Schiff. Ich würde nach weiteren Waffen Ausschau halten, die für gewöhnlich von Mechanikern verkauft werden. Drücke N. Also N wie andere Naffe. Öffne Hauptmenü 3, 2... Wir werden gerufen. Kann ich jetzt wieder nicht machen, weil ich wieder gerufen werde. Leutnant Taran. Bitte, Kapitän, nicht so förmlich. Ich bin wohl kaum beim Militär. So gesehen bin ich das auch nicht. Aber alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer überwinden. Wir wurden gerade vom Plutarch-Geheimdienst überprüft. Sie sollten bald zurückkommen können. Och, und wir wollten gerade etwas Spaß mit unseren Waffen haben. Fliegen Sie zurück zu den Rendezvous-Koordinaten. Wir treffen Sie dort. Formen, Ende. So. Nun, Otani, es hat Spaß gemacht. Ich würde dich ja bitten zu bleiben, aber dann würde mich Plutarch auf ihre Liste meistgesuchter Personen setzen. Tut mir leid, Otani, aber nachdem du mich nun seit ein paar Stunden kennst, stehen die Chancen nicht schlecht, dass du bereits auf ihrer Liste meistgesuchter Personen stehst. Das war ein Witz. Ja, war nicht so lustig. So, jetzt gucken wir eben Waffen, bevor wir sie vergessen. 3, 2. So. Und dann haben wir Fraktionen, Schiffe, Militär, Waren, Militär. Raketen. Verstehe ich nicht. Übrigens, hier ist das Menü dann jetzt doch wieder groß. Also, ich weiß nicht. So, Bergbaulaser. Plasmakanone MK1. Pulslaser MK1. Was sieht denn stärker aus? Mal testen. Gut, ich habe herausgefunden, was stärker aussieht. Da würde ich mal sagen, auf geht's zu unserem nächsten Missionsziel. Wir wollen ja mal fertig werden hier irgendwann. Und das da werde, wir sollen hier uns bei unserem Rendezvous-Punkt treffen. Das machen wir wieder in der großen Leere. Hängen uns mal direkt hier an die Polizei ran. So, vorbei an den Stationen hier. Hier habe ich übrigens jetzt 30 FPS. Steady.
Ja, ich freue mich nach wie vor sehr, dass ihr immer noch so zahlreich zuschaut. Ist zwar jetzt nicht so ein dickes Game wie, keine Ahnung, wie bei uns im Kanal Landwirtschaftssimulator, aber das kann es ja noch werden, indem ihr mir da draußen helft. Denn ihr seid wie immer, wie ich es immer sage, die besten Fans der Welt. Das weiß ich zu schätzen. Und mit euren Abos, Likes, Kommentaren und so weiter tut ihr mir einen großen Gefallen. Und mir macht es ja auch genauso viel Spaß dann, die Spiele für euch und mit euch zu spielen, wie so, ne? So, wo bin ich jetzt gelandet? Fliege zu technische Vorherrschaft. Dann müssen wir wahrscheinlich... Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Müssen wir wahrscheinlich nochmal in so einen Strom rein. Genau, da hinten. Sogar in ein... In ein Sprungtor. Guck mal, wie geil der Weltraum hier aussieht. Oh, Ich frage mich ja, wann wir mit dem Tutorial durch sind. Und? Los geht's. Ja. Hier kann ich jetzt übrigens... Oh, kann ich doch. Gibt unterschiedliche Modi, die wollten wir uns auch noch angucken. Unter anderem Stationsscan-Modus, Frachtsammel-Modus, Schürf-Modus, Schiffscan-Modus. Da müssen wir mal gucken, irgendwann mal, was das alles zu bedeuten hat. Wir sind ja also bei weitem noch nicht durch. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie hier so rein spekulativ. Entdecke Trümmer, zurückgelassene Kisten, ferngesteuerte Installation oder andere wertvolle Dinge durch Benutzung des Langstreckenscanners. Kann ich dir noch einen Teil meines umfassenden Wissens vermitteln? Hast du bereits den Langstreckenscan-Modus benutzt? Nö, das machen wir jetzt mal. Dieser Modus kann dir dabei helfen, kleine Objekte in weiter Entfernung zu finden. Ich habe gehört, dass in diesem Sektor eine ganze Menge Wracks und Kisten dahin treiben. Okay. Als hätte ich gerade noch davon gesprochen. Also, Enter, Modi, Langstreckenmodus. Kalibriere hat. Langstreckenscanner aktiviert. Drücke R so lange wie möglich, ohne eine Überladung zu verursachen, um die Scan-Reichweite zu vergrößern. Jetzt warte ich aber erst, ob da noch eine weitere Ansage kommt. Fliege zu den hervorgehobenen Stellen, um deine Funde zu erforschen. Also so ein Scan-Ding wie in EVE Online so ungefähr. Nur halt ohne EVE Online. Der Langstreckensensor kann von einem Mechaniker aufgerüstet werden. Verlasse den Modus mit Hauptmenü 1. Okay, also los geht's. Was ist denn überladen? Und wo sehe ich das? Und vor allem, wie sehe ich jetzt, was hier Beute ist und was nicht? Nochmal. Aha. Das sind Trümmer oder was? Nochmal. Da muss man also noch hingucken. Das ist nicht euer Ernst, oder? Wie sollen wir kein Radar oder sowas? Das irritiert mich. Um mich zu sagen, es belastet mich schon fast. Map. Ja, also das Reisen hier in den Sektoren selbst gestaltet sich auch noch als relativ überschaubar interessant, würde ich sagen. Und was wir hier entdeckt haben, mein Gott, es hat wieder geklappt, lieber Dominik. Was wir hier entdeckt haben, das seht ihr in der nächsten Folge. Morgen um dieselbe Zeit, wenn es abweichend sein soll, schaut ihr am besten im Sendeplan. Dort findet ihr die Infos dazu, was da passiert ist. Also, ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen hoffentlich wieder, würde mich freuen. Danke für eure Daumen und Kommentare. Bis dann.